ist schon sehr aufdringlich, oder? Wenn jemand streamt, ihn so ein bisschen zu forcen mit einem, vielleicht hat er ja auch, gibt ja auch Leute, die haben keinen Bock auf mich. Ja, siehst du, ihr seid nämlich jetzt schon alle zu dem gegangen und habt ihn gepressured. Jo, Henno hat Bock, der will mit dir zocken. Das Ding ist, er hört halt Taylor Swift. Taylor Swift, Taylor Swift. Das ist, So. Schon wieder hier. Ah, wir können direkt vorne durch einen Shortcut gehen, wenn du willst. Ja, können wir machen. Bist du jetzt hin? Achso. Jetzt verschleppe ich wahrscheinlich das Tempo. Momentum. Kein Problem. Let's go. Chat ganz entsetzt. 140er Ping ist okay. Ja, das ist halt das Problem mit Peak, ist Mensch. Ist halt in Escape from Tarkov extrem schlimm. PUBG war das auch schlimm. Ja, genau. Wobei, waren hier gerade Old Gas Station die Schüsse? Ja, die waren hier vorne. Dann klären wir da erstmal, oder? Hier mal kurz zu, damit wir wissen, ob einer durchgelaufen ist. Da liegt was Totes. Das ist was Spielerartiges, glaube ich. Lol, der lag da. Und ja, hat war gerade am Looten, ja. Nee, ah, da ist gerade die Tür zugegangen, da ist ein Spieler drin. Minus one. Henno mit der AK, ich billig. Ja gut, Henno ist aber auch Level 13, wa? Das ist, darfst du jetzt nicht verändern. Nicht vergessen. An der ganzen Sache. Okay. So, dann komme ich jetzt nach vorne und gehe zu dem Container, wo die Quest ist. In der Tankstelle. Ah, da. Okay. Let's go. Good to go. Gehen wir wieder durch Shotgun durch und holen uns den in der Tankstelle, damit der uns nicht in den Rücken fallen kann oder sowas. Mhm. Er steht drin, Achtung. Zwei hier drin. Einer minus. Zwei minus. Hast du beide? Ja, beide. Kannst mitnehmen, was du haben willst. Oh, bist du krank? Nee, ich habe gerade Klimaanlage angemacht. Ja, crazy, die hast du abgeholt. Holy shit, ey. Sprayst du in so einer Situation, oder? Ja, also immer Hipfire im Grunde. Außer wenn ich jetzt, wenn es auf weiterer Entfernung ist. Aber wenn, sobald mich ein Gegner gesehen hat, ist eigentlich 90% Hipfire. Ja, sorry, ich bin ein bisschen Rentner beim Looten. So, wir können... Kein Problem, ich muss eben Munition nachstecken. Dann gehen wir einen anderen Bums holen. Im L-Gang von der Baustelle war gerade einer mit einem Schuss. Da beim Panzer? Ja, circa da. Müsste die Schießerei sein. Das hörst du raus. Ja, man weiß es nach der Zeit, ne? Also, weil weiter kann es ja im Grunde nicht sein, da müsste er bei Big Red sein und dann würden wir den Schuss nicht mehr so laut hören. Das mit dem Steam Audio aktuell ist noch ein bisschen Gewöhnungssache, aber. Oh, das ist Storm, das höre ich. Ja, genau, was denn? Das ist Indoor, ja. Sniper Scaff oben. Oben. Hab ihn. Wie sieht er? Der ist wahrscheinlich hier durch den Durchbruch, habe ich den gesehen. Ist dann nach rechts. Mhm. Jetzt nix. Also war safe einer. Ja, glaube ich. Ein Scaff auf dem Platz. Vielleicht war der das. Und links im Haus. Links im Haus, Spieler. Da läuft kein Scaff rein. Okay. Hä? Der lebt noch. Das war weird. Ich habe ein ganzes Magazin in ihn reingeknallt. Wir müssen machen immer noch die Flash Drives. Ja, stimmt. Ansonsten, ja, theoretisch können wir einfach wieder Dorms gehen. Ja, dann gehen wir doch Dorms. Ich muss halt Scarfs killen, so ein Gasometer, looten wir ja auch bei Scarfs, habe ich, hast du ja gesagt. Gas Analyzer, meine ich ja, Gasometer, ey.
Oberhausen. Heißt das Ding da? Nee, kommt wir aus Oberhausen, Chat? Heißt der Gasomat, oder? Dieses fette Ding, was da steht. Ist das nicht der Gaskessel, ja. Unter Denkmalschutz oder so? Oder? Hier sind welche. Oh. Ja. Full Juice. 2 minus. Sind Juice Boys. Noch einer, noch einer, noch einer. Nachladen, der geht nach links. Okay, ich guck links. Was ist dein Nate? Ja. Ich guck rechts, ja, ich halt rechts, ja, falls halt er mal da wieder kommt. Der war komplett null equipped, der hat keine Weste, gar nichts. Achso, der hat gar nichts, oder was? Nee, der kannst du theoretisch. Ja, der kommt hier links. Okay. Na, ein bisschen was hat er schon, so ist nicht. Ach echt? Ah, ja. Dann ist vielleicht noch einer. Ich komme rechts. Mhm. Kann ich sehen, er kommt. Wo? Ah, nee, piekst du durch? Das bin ich. Oh Gott. Okay, ich sehe ihn hier nicht. Ja, das wird der schon gewesen sein. Der hat eine... Hast du ihn gekillt? Ja, ja. Achso, na ja, gut, das geht immer so schnell bei dir. Ich war ja noch voll unter Adrenalin, ja. So. Ja, den ersten, den ich erschossen habe, der sah richtig juicy aus, der Boy. Der hat richtig gutes Giga dabei gehabt. Oh Gott, der hat eine 6er Armor. Der hat nur noch 0 von 6 hat seine Armor. What the fuck? Der hatte eine 6er Armor? Nee, nee, der hatte, die Armor hatte 0 von 6. Achso. Ja, Blackrock ist nice. Ansonsten Packer ist nicht nice. Der eine hatte doch einen hat er noch. LZSH-Helm auf, oder? Wie bitte? Der eine vorne an dem Häuschen da. Der ist ja schon nach rechts gelaufen da. Ach, du hattest hier 2 gemacht. Ja, ja. Ich krieg das gar nicht mit, ey. Boah, es fühlt sich so schlecht an. Die Lache. Ja, das ist Gewöhnungssache. Defender. Oh. Jo. Jo. Der. Ich hab das Tactical Sport, Junge. Da kannst du alles einschieben. Lass mir das Doktor. Ja, ich komme erst. Ich muss nämlich zusammenflicken. Ich war ein wenig. Muss erst mal ins Krankenhaus. Dann hab ich hier einen gehört. Das bin ich. Nee, aber eben schon. Achso, ja, das wird wahrscheinlich auch richtig gewesen sein. Okay, also du warst in der Nähe. Ja, ja. Okay. Da läuft was vorne am Kiosk. Von rechts an links 2 Spieler sind am Kiosk dran. Hab den ersten. Ich push ran. Achtung, der piekt rechts. Ja, ja. Hey, das ist raus. Der VG. Ist hier im Müllcontainer. Hab ich Minus? Hab ich Minus, hast du gesagt? Ja, Minus ist halt immer, wenn man einen Spieler tötet. Das sagt man halt bei Scavs nicht, damit man immer genau weiß. Geht halt einfach schneller. Ja, den ersten, den hab ich richtig aufgenommen. Den hast du halt geklappt, Alter. Ja, das hab ich gesehen, ja. Der weiß nicht mehr, wo oben und unten ist. Boah, das fühlt sich gut an. Ich habe einen Kill gemacht, Leute. Ich muss mitkommen. Fordere mich. Ich muss mir wertvoll vorkommen. Zumindest das Gefühl haben. Das sieht aber clear aus, ja. Oh Mann, ich trete immer gegen. Ich bin so dumm. Ich hasse mich. Ja, ich sag mal, am 20. Mal wirst du schon wissen. Ich mache auf. Oh, komm mal her. Das kenne ich nicht mal. Das ist eine SKS, oder? Nee, das ist eine M1A. Ach so! Streamer-Server. Oh Gott! Sorry. Also gerade das Grenade-Case erschossen. Ja, wie durch das denn rüber? Also wie ja, das ist, glaube ich, 3x3 groß. Ich bin mir nicht sicher. 3x3 oder 4x4? Ne, 3x3 ist es groß. Rechts von dir, 2 Gegner. Unten, rennst zu den Gleisen. Hab ihn einmal gehittet. Ja, sehe ich. Schmeißt da eine Nade runter. Einer müsste Minus sein. Zweiter ist auch Minus. Beide tot, alles gut. Sind die noch weiter nach links dort? Ja, einer ist hier der links gewesen. Gestorben und der andere liegt da unten am Stein. Okay. Boah, scheiße, Bruder. Ich bin bei sowas noch sehr zaghaft, obwohl ich es eigentlich liebe zu pushen und zu flankieren. Aber ich spiele jetzt am Anfang eher noch sehr defensiv und suche mir erstmal Cover und versuche da erstmal die Gegner zu
wie sagt man? Ja, das, der Punkt ist, dass ich halt eine Level 6er Rüstung anhabe und ein Face Shield und alles, war. Also, ich nutze halt meinen Schutz sozusagen aus. Lieber gleich Full Frontal. Komm mal zurück. Siehst du das? Nee, bei mir liegt er ganz normal. Okay, Boden. Also bei mir hört er nicht auf zu zappeln. Okay, hier ist immer der Ort, an dem ich mich am unwohlsten fühle. Wieso? Ja, weil hier ist doch für Exit Camper prädestiniert, oder nicht? Also ja, in gewisser Weise schon, aber ich kann dir sagen, dass ich in 3 Jahren erst einen einzigen Typen hatte, der da hinten drin saß. Aber es ist doch wirklich prädestiniert, oder ja, nicht? Ja, es ist eigentlich einer der besten Spots, aber ja, sag's ihm nicht. Weil, ja, okay. Nee, also keine Ahnung. Exit Camper siehst du auch so gut wie nie. Also es ist echt. Ich wollte sagen, das sagen mir immer alle, aber ich habe noch nicht einmal einen gesehen. Aber then again denke ich mir immer so, in DayZ war ich auch tagelang oben auf Tscherno auf dem Hügel gesessen und hab Bambis weggesniped. Oder in Elektro auf dem Krankenhaus. Ja, oder da. Also, da ist gar kein Problem. Oh, 6 Leute haben wir. 6 Leute haben wir gefunden.